So Leute, herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Ja, das letzte Mal sind wir hier in Clankers Cavern reingegangen und haben nichts erreicht. Und jetzt möchte ich etwas ausprobieren. Der gute arme Clanker, der Fisch hier, der hat da oben so ein Luftloch oder was auch immer das sein soll. Ich will jetzt mal versuchen, ob ich da rein kann. Was nicht so aussieht. Nee, nicht wirklich. Kann ich mit dem reden irgendwie? Ich versuche mal frontal reinzugehen. Wenn das nicht auch nicht, boah, nichts bringt, meine ich. Dann werde ich mal die Gänge abklappern, weil, also wir sind auf jeden Fall von da, Moment, von da unten sind wir gekommen. Das heißt, wir werden erstmal die anderen Gänge abklappern. Hallo, Clanker. Egal. Er scheint nicht auf uns zu reagieren. Dann reagieren wir auch nicht auf ihn. Pech. Ist doch nicht mein Problem. Wenn das so eine beleidigte Leberwurst sein muss. Ein Mumbo-Schädel. Mumbo, komm her. Okay, vielleicht gibt es hier mal endlich wieder einen. Ich weiß ja nicht, ob ich mich... Also mir wurde auch schon mittlerweile gesagt, es gibt nicht in jedem Level einen. Und ja, das wusste ich gar nicht. Hatte ich so eine Erinnerung, dass er in jedem Level vorkommt. Und ich sehe gerade, die Luft wird knapp. Okay, bitte lass da hinten irgendwie ein Ausgang sein. Ah gut, jetzt komme ich hier raus. Da war ein Jinjo drin. So langsam würde ich dann aber doch gerne mal weiterkommen. Was ist das hier überhaupt? Warum schweben die Noten in der Luft? Ist da irgendwie ein geheimer Weg oder so? Moment, also von da, wenn ich reinkomme, dann war da der Mumbo-Schädel, da war der Jinjo. Da hinten ist noch ein Gang. Okay. Ja, alles systematisch klappern wir den ganzen Laden ab. Wir wollen ja auch möglichst dann alles finden und... Oder anders ausgedrückt, wir möchten ja auch möglichst mal überhaupt irgendetwas finden, was, momentan nicht danach aussieht, als würden wir das tun. Aber hier scheint ein ganz neues Gebiet zu sein, das ist doch schon mal schön. Mit Noten. Noten, ah! Sein... Monete Kram, was puzzelt euch? Eure Noten Kram, geben wir das her! Schön. Ich will auch gar nicht gegen dich kämpfen, jetzt jedenfalls gerade nicht. Bam, ins Face. Mach euch kalt. Alle. Mutierten Krabben. Okay, ich wollte jetzt gar nicht gegen die mutierten Krabben kämpfen. Ich wollte erstmal die Noten einsammeln. Ach, komm. Komm her. Mutierte Krabben mit riesiger Schere und... Ah. Riesigem Auge. Ah, Hilfe. Okay. Bam, jetzt aber. Sie haben irgendwie komische Schatten und... Oh, leck mich doch. Hilfe. Body Slam! Hey, wir es geschafft. Wir haben verloren. Dieses Puzzleteil ist euer Lohn. Yay. Jetzt muss ich noch da hochkommen. Okay. Jetzt kann ich aber auch mal in Ruhe die Noten einsammeln, die hier rumlagen. Ist da irgendwas? Okay. Und wir haben endlich mal ein Puzzleteil bekommen. Ist das nicht schön? Endlich kriegen wir mal was für unsere Taten. Ich glaube, wir werden eine ganze Weile hier in Clankers Cavern, sein. Uppala, und ein Sprung. Unser erstes Puzzleteil in dieser Welt. Okay, und, ich möchte trotzdem wissen, das hier sieht voll komisch aus. Hier muss irgendwas dran zu machen sein. Was ist da drin? Oder soll das einfach nur darstellen, dass es irgendwie radioaktiv verstrahlt ist oder was auch immer, wodurch die Krebse dann mutiert sind? Ich gehe jetzt einfach mal der Annahme, dass es so ist und verziehe mich hier wieder und hoffe, dass hier noch ein paar Schlupflöcher sind, weil... Sonst weiß ich jetzt nicht mehr wirklich, wo ich noch hin soll. Oh, wir sind gerade erstmal die Hälfte abgeklappert, sehe ich gerade. Hier sind noch diese unsichtbaren Puzzleteile. Da sind wir hergekommen, jetzt gehen wir nach da. Da-dam, da-dam, da. Ein weiterer Gang erstreckt sich uns. Und hier finden wir... Wir finden... Ein neues Gebiet. Ein ziemlich langes Rohr finden wir vor allem erstmal. Und ein Puzzleteil. Ja, das ist natürlich schön. Dam, dam. So, jetzt muss ich nur wieder lebend hier raus.
Komm schon. Komm schon. Kazooie. Schwimm schneller. Flieg. Schwimm, als hättest du noch nie... Schwimm, als wärst du der schnellste Fisch von Mexiko. Speedy Bee, Speedy Bo. Ah, Hilfe. Und hoch. Hoch, 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 hoch. Ach Gott. Oh. Panik. Da würde ich ja so eine Panik kriegen. Ich glaube, ich muss wirklich auf die Flossen... Ah, Moment. Ich glaube, ich kann auf die... Ah, okay. Ich werde nochmal die Gänge weiter unten abklappern und dann werde ich mal versuchen, ob ich irgendwie auf deine Flosse komme. Also da reingeschwommen, da war das Puzzleteil da hinten drin. Ich glaube, hier ist jetzt auch nichts weiter mehr, oder? Also in unterirdischen Schwimmgängen ist hier nichts mehr. Dann werde ich jetzt mal versuchen, auf seine Flosse zu spazieren. Die, die, da, da, die sich bewegt, was sich also als schwieriger erweisen wird, scheinbar. Komm her. Aber die ist definitiv groß genug. Ich gehe mal lieber als Kazoo. Oh, das wird ein Spaß. Oh Gott. Oh je. Oh je, oh je. Kann ich da überhaupt hochkommen? Oh, gut, 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 gut. Huiuiuiui. Das ist schon eine ganz andere Klasse als vorher. Ja, ja, komm. Iga, uga, iga, uga. Jemand hat mal gefragt, was der da eigentlich sagt. Keine Ahnung, ich verstehe es selber nicht. Aber war das jetzt schon wieder alles, worum ich hier hochgegangen bin? Hm. Da komme ich doch nie im Leben hoch. Hier nochmal ein Flatterflug. Okay, man kann die Viecher killen. Das wollte ich nur herausfinden. Trotzdem. Nee, gut, ich kann aus diesem Salto nicht in den Flatterflug. Ja, und jetzt habe ich ein Problem, weil ich jetzt irgendwie keine Ahnung habe mehr, wo ich noch hin soll. Wenn wir uns weiter in diesem Raum hier aufhalten sollten, da hinten ist natürlich was, aber... Das schaffen wir nicht, da hochzuspringen. Können wir darüber? Ne, wir gehen nochmal hier lang. Hui, Fliegesui. Ich bin doch nur ein Bär. Du musst mich doch wohl tragen. Okay. Echt mal, verdammt, wo könnte ich jetzt noch groß hin? Vielleicht von hier oben aus irgendwo. Wenn ich jetzt mal so gucke. Ich fliege jetzt mal wieder ganz da durch. So, hier sind wieder Eier. Hab ich die nicht eingesammelt beim letzten Mal? Scheinbar nicht. Okay, dann sammle ich sie ihm jetzt ein. Hui. Hui. Und hier wurde ich ja leider auch nicht mit dem Puzzleteil belohnt. Warum ist die Kamera sich hier so seltsam? Was will die Kamera mir damit sagen? Hä? Da hinten? Da komme ich doch nie im Leben hoch. Von da? Ah, Leute, ich habe keinen Plan. Keinen Plan vor allem. Ja, super. Das war doch mal, Skill. Gut, jetzt haben wir das geregelt. Aber das hat jetzt auch nicht wirklich viel gebracht. Ich schwimme wieder raus. Irgendwie, keine Ahnung. Hier kann ich nichts machen. Dum, 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 da, 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 dum. Kann ich vielleicht unter Clanker irgendwas machen? Ich probiere mal. Ich probiere mal. Mehr als nein kann ja nicht sein. Mehr als nein, mehr als nichts kann ja nicht passieren. So, hier eine riesige Kette. Ah, hier geht's lang. Und ich habe kaum noch Luft. Moment, ich muss noch wieder nach oben. Ich habe irgendwie Angst, hier abzusaufen. Nur so, deswegen. Na. Ah, eine Wasserwelt. So früh eine Wasserwelt. Na gut, aber wenn ich deren geschafft habe, kommt keine Wasserwelt mehr. Und dann kann es nur noch besser werden. Yay. Und ich versuche mal was anderes. Vielleicht kann ich ihn irgendwie... Nein, kann ich nicht. Aber vielleicht kann ich von seiner Flosse aus die Noten erreichen, die da oben rumwuseln. Diesen netten kleinen Stahlfisch. Wobei das nicht so aussieht, ehrlich gesagt. Nee, nie im Leben. Und auf die mittlere Flosse kann ich wahrscheinlich auch nicht. Auf die Rückenflosse. Dim, da, dam, dam, dam. Dum, da, dum. Nee, dies ist ja nur eine Scheibe, da kann ich vergessen drauf zu gehen.
Egal, Leute, wir machen hier mal Pause und dann schwimmen wir mal unter Clanker in der nächsten Folge und gucken, was da auf uns wartet. Bis dahin, ciao.